ich glaube, es kann ein iPhone sein. Ich glaube, es könnte ein iPhone sein. Das sind wirklich richtige Bob. Also ohne Spaß, das ist so gefährlich, diese Teile. Freunde, wir werden heute 1000 Euro verlorene DHL-Pakete unboxen. Wir haben hier 100 Pakete. Das ist absolut krank. Ich hoffe, dass da nicht nur Müll da drin ist. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Außerdem gibt es noch eine kleine Secret-Information, die ich hier noch nicht weiß. Falls nämlich hier eine Klamotte dabei sein sollte oder irgendwas zum Anziehen, sind wir gezwungen, entweder Kian oder ich, der Chat entscheidet, es anzuziehen. Also, fangen wir an mit Paket Numero Uno und nicht Numero Dos. Okay, Junge, jetzt wird sich herausstellen, ob das alles nur Müll ist. Bin so gespannt. Gott, wie das aussieht. Guck dir auf die Adressen von den ganzen. Ist das ein Laptop? Boah, ist das cool. So, fangen wir an mit dem ersten Paket und zwar das Valentinstagsgeschenk. Ich würde sagen, öffnen wir das mal. Das Drogen? Geil, Digga, ist das so ein Kissen? Oh nein, das hab ich kaputt gemacht. Es gibt zwei Kategorien, wo wir die Sachen einordnen, Leute. Entweder geil oder Arsch mit Soße. Ich glaube, das ist eher so der Kategorie Arsch mit Soße. Oben links blenden wir außerdem die ganze Zeit ein, wie viel Geld wir mit dem Paket verdient haben. Ich habe insgesamt über 1000 Euro für die Pakete ausgegeben. Mal schauen, ob wir am Ende das Geld wieder reinholen. Das war an Carina Moderate. King Carina Moderate, Grüße gehen raus. Ich habe hier dein Paket. Meldet euch auf gar keinen Fall bei mir, wenn ihr das Paket dann doch noch haben wollt, weil ich werde es euch auf keinen verschicken. Was ist das? Ein Toilet Assist Wiping Tool. Ich glaub's nicht, das ist ja geil, dass sowas existiert. Ich dachte, ich wäre mit meiner Arschdusche schon komisch unterwegs, aber dass sowas existiert. Wie soll das funktionieren? Stellt euch aber vor, das wäre Toilettenpapier und dann geht man so hin und wascht sich so von hinten den Arsch ab. Nächstes Paket wieder etwas kleiner, aber vielleicht feiner. Klein, aber fein, wer weiß. Let's go, Digga! Let's go! Dior Sauvage. Das Nummer 1 Parfüm bei Jugendlichen. Das ist richtig teuer, ne? Es ist ein originales Dior Sauvage, ich dreh durch. Ist das krank? Dafür bin ich hier, Freunde, für diese Pakete. Wir machen hier rechts, machen wir alle Sachen, die richtig krass viel wert sind. Und zwar, ich bin gerade gegen die Wand gelaufen. Das ist so verwirrend, dieses weiße Ding hier. Man denkt, es geht ins Endlose, Digga. Man kann nicht laufen. Ah, hier haben wir wieder was richtig Tolles. Juhu! Eine Entenangel. Ja. Viele, 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 viele. Ruf sie mal. Hallo, habt ihr Hunger? Next Package. Mal gucken, ob wir jetzt wieder Arsch mit Soße haben. Das haben wir lieber. Das ist einmal was Wertvolles und ich lasse direkt fallen. Das wollte ich schon immer haben. Geil. So ein Autoföhn. Mega. Meinst du, das ist ein Autoföhn oder ein Staubsauger? Tschüss. Auf jeden Fall ein Autoföhn. Oh, mein ganzer Ohrschmalz kann auch raus. Finde ich echt gut. Also werde ich auf jeden Fall nutzen. Machen wir direkt weiter mit dem nächsten. Oh mein Gott, ich glaube, das ist Schmuck. Oh mein Gott, ich glaube, das ist Schmuck. Das ist Curry-Schmuck. Ah, nee. Oh, nein, wie cool. Das sind diese Wallets, die man in den TikTok-Werbungen immer sieht. Geil. Das ist diese, wo man seine Kreditkarten reinmachen kann. Ultra geil. Oh, fällt auch schon wieder komplett auseinander. Mega. 85 Euro. Let's go. Oh, was sehe ich denn da? Ist das etwas zum Abziehen? Ein schönes weißes Kleid. Ich bin jetzt echt sehr gespannt, was hier drin ist, Leute. Sieht ein bisschen aus wie, als ob es gleich explodiert. Freunde, dann lasst euch auf meinem zweiten Kanal Heymo täglich Videos hoch. Also lasst auf jeden Fall ein Abo da. Wie zum Beispiel habe ich euch zufällige Bilder aus meiner Handygalerie gezeigt und es war absolut cringe. Schaut auf jeden Fall nach dem Video vorbei. Oh, es kommt aus China. Oh Gott, das macht alles noch viel schlimmer. Hey, nachher sind hier so illegale Sachen dabei, weil so ein krasser Drogenhändler seine Sachen nicht abgeholt hat, weil er dachte, ich will das Koks nicht irgendwie, weißt du? Und was das auf der Rechnung stand? Was? Dass illegale Substanzen und Chemikalien gerechte Entsorgung verantwortlich wird. Nein, also es kann wirklich so illegale Sachen da dabei sein. Oh Gott. Wow, mein Gott, was? Die sind zwar sowas von faker als fake, Digga, aber krass. Die sind ultra krass, diese Headphones kosten 300 Euro eigentlich, wenn die nicht fake wären. Krass, Digga. Das sind nicht Bose, das ist Soße, Freunde, nicht Bose. Oh, ich fühle schon wieder was Anziehbares. Oh nein, das ist doch keine Sache zum Anziehen, das ist nur so ein... Klar, weiter geht's. Sehr gut. Nächstes Paket. Staubsaugeraufsätze. Mega geil! Was ist das denn? Das wird so eine Katastrophe, dieses Video. Hm. Arsch mit Soße. Nike, Digga. Let's go. Echte Nike-Jacke. Kategorie gute Sache. Bitte seine Apple Watch, Digga, bitte. Ein Hair-Trimmer. Soll ich das einfach ohne Anleitung lesen? Machen. Oh Gott, ist das heiß. Alter, okay, es wird richtig heiß. Dann los. Digga, schneidet die Haare ab!
Da schneidet die Haare ab. Oh mein Gott, ich hab das einfach meine Haare abgeschnitten. Soll ich es einfach ohne Anleitung lesen? Machen. Geht auch nicht mehr aus. Bleibt jetzt so. Schickt mal so wieder zurück. Machen wir mal weiter. Okay, das Paket sieht auf jeden Fall schon ein bisschen vergewaltigt aus. Bin mal gespannt. Ich hab so Angst, dass eine Bombe drin ist oder so. Ah, das sind die verlorenen Teile meines Teslas. Da sind sie auch angekommen mal, ne? Wunderbar. Kategorie Arsch mit Soße. Whitening Oil, Coconut and Milk. Da kann man seine Zähne mit weiß machen. Geil, das brauche ich. Bist du jetzt besser? Bist du weißer geworden? Mega weiß. Ja? Ah! Oh, es brennt so im Auge. Ah! Kategorie Arsch mit Soße. Ah! Jetzt haben wir die Drogen gefunden, Digga. Was ist das? Warum ist das gelb? Guck mal, es hat hier schon so einen gelben Punkt. Technik. Technik, Freund, Technik, Frage. Yay, ein LED-Panel. 1, 2, 3. Cool. Hä? Echt cool, Digga. Ich würde sagen, das ist ein Win-Produkt. Da gehen wir rein. Oh, wir haben Bibis Paket gefunden. Von Bianca Heineken. Ich bin eins mit der Natur, eins mit der Pflanze. Werde eins mit den Pflanzen. Ich will noch eins reinstecken. Ah, fuck. Jetzt hat mein Schwarz gestochen. So, Freunde, ich bin eure Yoga-Queen. Ich bin eins mit der Natur. Ich bin eins mit den Pflanzen. Spürt ihr die Schwingungen auch von rechts nach links? Von links nach rechts? Geht jetzt mal alle in die Arschposition. Oh, werde eins mit dem Boden. Bitte sei jetzt hier was Wertvolles drin. Bitte eine wertvolle Sache, Digga. Es muss doch irgendwas jetzt hier. Das kann doch nicht wahr sein. Oh mein Gott. Nochmal was vom Renault Astra. Arsch mit Soßenauto, Alter. Volkswagen, das Auto. Das Auto fährt ohne seinen Kühlgrill. Tobias, wenn du deine Sachen für dein Auto brauchst, Bro, ich hab's dir hier. Ah! Oh Gott, ist das schwer! Alter, ist das schwer! Hier ist der Rest vom Auto drin, einfach von Thomas. Die nächste Box. Ich würde sagen, das war effizient. Oh, Scheiße, sind die hässlich. Die sind mir leider deutlich zu klein, Kian. Scheiße. Perfekt, okay. So, was sagst du zu Kians Schuhen? Geil, oder? So, nächstes Produkt. Oh nein. Die Stimmen werden immer lauter. Eine zweite Radlerhose, das ist ja ärgerlich. Was sagt ihr, Freunde, zu der neuen Radlerhosen hier? Hä? Nächstes Paket. Boah, Bruder, wenn du was hast, das Video übrigens hast. Warte mal. Kann das sein, dass es gebraucht ist? Kann das sein, dass es gebraucht war? Kann das sein, dass es gebraucht war? Warte, wir müssen gucken, ob das gebraucht war. Repacked! Habe ich das getan? Es wurde repacked. Das war der größte Fehler meines Lebens. Was nicht? Weiter geht's. Das größte Paket kommt noch. Oh yeah! Fußball rockt! Das ist so richtig so ein Fußballfan. Was haltet ihr von der Decke? Wie viel hast du dafür bezahlt? 5 Euro pro Paket nur. Also es geht echt. Ich glaube, es könnte ein iPhone sein. Bitte, es ist ein iPhone. Siehst du ja danach an. Es ist ein LEDs. Aber der Energieklasse A1. Das ist schon mal gut. Das kann ich nicht mehr machen. Ich störe gleich wirklich. Ich habe gehört, wenn man ein T-Shirt einfach so zerreißen kann, soll das richtig gute Quali sein. So, machen wir weiter. Irgendwas Gebrauchtes. Nein. Wir haben schon wieder was von Burberry. Digga, einen echten Burberry-Gürtel. Denkst du, der ist echt, Bro? Der ist auf jeden Fall echt. So, Kian mit dieser Hose. Ich finde das immer so toll. Nein! Machen wir weiter. Oh mein Gott. Nein, das ist kein Teletubby-Kostüm. Boah, Kian, aber ich glaube, der wird dir aber auch ziemlich gut stehen, oder? Nach 3 Tagen mit dir unterwegs habe ich noch nie so demütig gefühlt wie in den letzten 3 Tagen. Boah, aber der Booty ist krass. Der Booty macht bam, bam, bam.
Come on, Digga, eine krasse Sache jetzt. Naked, das ist doch teuer, oder? Naked ist teuer. Alter, ich glaube, das wird dir richtig gut stehen, Kian. Na gut, ich hab's an. Aber es ist schon teuer, glaube ich, dieses Zeug. Oh Gott, ich habe das Messer gerade angefasst. Oh Gott, was ist das? Ich weiß, wie mir das schicke schenken. Was geht, Leute? Herzlich willkommen. Nein. Leute, nein, ich kann das nicht mehr an. So, willkommen zu einer weiteren Stunde Geschichte. Machen wir weiter. Yes, noch ein Dior Sauvage. 80 Euro plus wieder, wir sind wieder da. So, Freunde, jetzt machen wir nochmal Action. Wir machen jetzt das letzte Paket. 40 Pakete sind da drin. Fangen wir an mit dem ersten Paket. Let's go. Oh, Gucci Cap. Gucci Prada, ich trag nur noch Gucci. Das sieht schon echt aus, ne? Krass. Und das ist wirklich echt. Gucci Cap, Freunde. Prada, Gucci, ich trag nur noch Gucci. Oh, was haben wir hier? Okay. Okay, und dann so und dann hoch, oder wie? Wallah, nächste Paket, easy, wurde auf Lock. Wallah, ich mach kurz auf. Wow, was ist das für eine Scheiße? Komm mit diesem Schlagstock. Komm und bring dich um. Ah, ja, das originale blöde Chanel. Ich weiß, wie es echt riecht. Alter, krass. Einfach Bomben. Das sind wirklich richtige Bomben. Also ohne Spaß. Das ist so gefährlich, diese Teile. Wenn ich in so ein Ding reinstechen würde, würde ich einen riesen Brand entstehen, den man nicht mal löschen kann. Das ist so krank. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Einfach Klarsichtfolie, pure Klarsichtfolie. Ist da was drin? Dein Scheiß Ernst. Okay, come on, bitte. Fühlt sich krass wertvoll an. Ja. Smartwatch, okay. Ja, sowas, Digga. Das war keine Apple Watch. Goodbye, sagt sie, obwohl sie gerade erst angemacht haben. Die ist kaputt. Oh. Ah, ist eine Lampe. So, wenn jemand diese ultra geile Lampe kaufen will, meldet euch in den Kommentaren. Für jetzt für den unschlagbaren Preis von 200 Euro kaufe zwei, bekomme zwei. Kaufe zwei, bekomme eine. Wir haben was für gleich, und zwar den Besen, um den ganzen scheiß Müll gleich wegzumachen. Geil. Er ist wirklich ultra gut, um zum Beispiel den Müll wegzumachen. Was haben wir hier? Okay. Ah. Ich stehe in meinem eigenen Alter, ist das schrecklich. So, das war dann eine mega Ausbeute hier, ne? Ich hab nochmal hier schön noch jemanden im Bikini ausgepackt. Alle krassen Sachen, die wir hier gefunden haben, verlosen wir außerdem auch noch. Einmal die Fake-Kopfhörer, das Teletubby-Kostüm, die Smartwatch, die nicht so krass funktioniert. Das ist die Dior Sauvage zweimal, verlose ich an euch. Den Teamrasierer, die Gucci-Caps, damit ihr auf dem Schulhof natürlich der coolste seid mit den Gucci-Caps. Um bei dem Gewinnspiel mitzumachen, müsst ihr einfach auf das Heymo-Video gehen und irgendeinen Kommentar schreiben. Ich wähle dann irgendjemand aus den Kommentaren aus und ihr könnt die ganzen Sachen gewinnen. Wir sehen uns, Freunde. Bis zum nächsten Video und ciao. Six night girls wanna drink wine. Tell the man not to waste your time. The man broke.